Ja, die erste Frage ist, im Moment ist ja das Osterpaket, das neue EEG-Gesetz und vor allen Dingen noch der aktuelle Hintergrund mit der Ukraine-Krise im Gespräch. Und der Ausbau von erneuerbaren Energien erscheint wichtiger denn je. Wie sieht denn die aktuelle Situation bei den Windkraftwerken aus und wie steht es um den Ausbau? Naja gut, wir wissen ja, dass wir hatten schon mal Zubauraten von Windenergieanlagen von knapp 7 Gigawatt pro Jahr. Dann wurden einige politische Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass das sehr stark eingebrochen ist. Im Moment sind wir eigentlich irgendwo bei 2 Gigawatt, 2,5, 3, sowas. Also das heißt, es ist extrem eingebrochen. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn man eigentlich weiß, dass man schon allein aus den Klimaschutzgründen eigentlich wesentlich mehr erneuerbare Energien bräuchte. Und jetzt kommt noch zusätzlich dazu, dass das eigentlich eine relativ günstige Stromerzeugungsmethode wäre. Und jetzt fehlt sie plötzlich. Ja, wie kommt es dazu, dass der Ausbau regelrecht gestoppt wird? Ja, also es war lange Zeit halt natürlich schon ein gewisses Zuschussgeschäft, das muss man fairerweise sagen. Also das heißt, die Stromkunden haben das über die EEG-Umlage auch finanziert, weil die Stromerzeugungskosten waren in Deutschland relativ niedrig. Und dadurch war es so, dass die Windkraftanlagen mehr Geld bekommen haben für ihren Strom, als er eigentlich an der Strombörse wert war. Und das hat dazu halt natürlich geführt, dass manche Politiker gemeint haben, ja, das wird alles zu teuer. Und deswegen gab es eben auch Stimmen, dass man das eben langsamer machen soll. Okay, wie sah das dann aus? Langsamer machen? Naja, da weiß man immer nie, wer alles mitredet. Also das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, es ist auch hochkomplex. Also es gab sicherlich Lobbyisten, die gesagt haben, ja, also das ist schadet der Wirtschaft, das schadet den Verbrauchern. Und dann haben sich eben manche Politiker hingesetzt und gesagt, naja, was haben wir denn für Möglichkeiten? Ja, also die haben das sicherlich nicht offen gemacht, sondern dann hat man halt gesagt, naja, man macht diese Geschichte mit der Ausschreibung, mit der Direktvermarktung. Das hat alles dazu geführt, dass das einfach schwieriger wurde, Windenergieprojekte erfolgreich aufzubauen. Dann auch wurde die Genehmigungsverfahren verkompliziert. Manche Bundesländer haben Mindestabstände eingeführt, was natürlich die Flächen extrem reduziert hat. Dann gab es große artenschutzrechtliche Auflagen, wo es ganz schwierig wurde, auch eine artenschutzrechtlich sichere Planung durchzuführen, die nicht später dann wieder sofort wieder vor Gericht gekommen ist. Und es gibt natürlich auch große Lobbygruppen, die einfach da in Form von Verbänden wie Vernunftkraft, Windwahn, der VLAB, also auch Naturschutzverbände, vielleicht besser in Anführungszeichen, ja, die nichts anderes zu tun haben, als irgendwelche Windenergieprojekte zu beklagen. Und das hat alles Okay. dazu geführt, dass eben stark zurückgegangen ist, der Ausbau. Ja, im Moment sind ja, glaube ich, 20% der Stromerzeugung kommt durch Windkraft. Ist da jetzt ein Rückgang zu befürchten? Naja, Rückgang ist nicht zu befürchten, weil also selbst die Anlagen, die jetzt aus der EEG-Förderung fallen, die werden in der Regel jetzt nicht mehr abgeschaltet, weil jetzt sich die Strompreise ja so entwickelt haben, dass ich eigentlich mit einer also ausgeförderten, abgeschriebenen Windenergieanlagen, solange die technisch noch in Ordnung ist, ja, dann kann ich damit sehr gut Geld verdienen, sogar extrem viel Geld eigentlich. Ja. Und deswegen, es wird nicht weniger werden, aber wir bräuchten ja deutlich mehr. Ja, also das heißt, mit den 20% können wir nicht zufrieden sein. Ja, wir müssten auf ganz andere Zahlen kommen. Ja. Und der Ausbau ist aber aktuell gefährdet durch die ganzen Auflagen, die in den Weg gelegt werden. Das heißt, mit 20% plus mal endlich für die Zukunft ist auch nicht zu rechnen. Ja, es hat halt alles einen langen Vorlauf. Ja, also das heißt, natürlich gehen wir davon aus, dass auch der Ausbau wieder ein bisschen an Fahrt gewinnt. Aber bisher, es ist immer sehr schnell, wieder eine Industrie kaputt zu machen. Also das heißt, man hat viel schneller die Arbeitsplätze abgebaut, als man sie wieder aufgebaut hat. Das heißt, die ganzen Projektierer, die jetzt im Zuge natürlich, wenn ich vorher 7 Gigawatt zugebaut habe, jetzt nur noch 2 Gigawatt. Ja, dann sind natürlich sehr viele Projektierer arbeitslos geworden. Es wurden auch Industriestandorte geschlossen und so weiter. Also das heißt, all das, was weggefallen ist, das wieder aufzubauen, das braucht Zeit. Und deswegen ist es, auch wenn jetzt die Politik natürlich deutlich bemühter ist als damals noch die Große Koalition, die eher ins Gegenteil versucht hat zu steuern, ja, wird es eine gewisse Zeit dauern, bis wir wieder auf irgendwo 7 Gigawatt Zubau sind, wo wir schon mal waren. Und das ist eigentlich total ärgerlich, ja. Ja, du hast ja auch getweetet, die CDU und die FDP in NRW betreiben mehr oder weniger offen eine Anti-Windkraft-Politik. Das gefährdet den Klimaschutz und die Wirtschaft. Und da wollte ich so ein bisschen fragen,
Wo genau und aus welchen Gründen betreiben die Parteien denn deiner Meinung nach eine mehr oder weniger offene Windkraftpolitik und macht das jetzt die neue Regierung besser als die alte? Na gut, in NRW, das ist noch die Landesregierung, ja, Ja. die steht ja demnächst zur Wahl. Wird mal schauen, wie es dann ausgeht. NRW war eigentlich gar nicht schlecht unterwegs bei der Windkraft. Aber dann hat eben, war ja die SPD und die Grünen waren dran und dann hat eben FDP und CDU übernommen und das Erste, was sie gemacht haben, war ein extrem strenges Abstandsgesetz. Also diese 1000-Meter-Regel in NRW, die gilt ja, naja, böse gesagt, zu jedem Heuschober. Ja, also das heißt, überall, wo irgendwas steht, kann man keine Windkraftanlagen. Und das ist, das ein bisschen Ärgerliche ist, sie sagen ja, sie wollen ja weiterhin, halten ja an den Zielen für den Windkraftausbau fest, aber sie können eigentlich keine ordentliche Rechnung vorlegen, wie das funktionieren soll. Weil dazu brauche ich natürlich die Flächen. Und wenn ich die Flächen mit so einer Abstandsregelung einfach ausschließe, ja, dann lässt sich der Zubau, den man eigentlich möchte, nicht realisieren. Die Also das sagen Abstandsregelung eigentlich. eigentlich Quatsch oder ist sie auch irgendwie sinnvoll? Eigentlich ist die Quatsch, die Regelung. Also wird immer behauptet, es würde die Akzeptanz erhöhen. Aber da gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Studie, die das in irgendeiner Form belegen würde. Wenn jemand sich an Windenergieanlagen stört, dann ist es eigentlich ziemlich wurscht, ob die 700 Meter oder 1000 Meter weg sind oder 1500. Die stören sich. Also es gibt Leute, die stören sich sogar an Windenergieanlagen, die über 10 Kilometer weg sind und glauben, sie würden negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben. Es ist unglaublich, ja. Und deswegen ist so eine pauschale Regel völlig unsinnig. Es gibt keine wissenschaftliche Begründung dafür. Ich sage immer, wir haben eigentlich vernünftige Regeln. Das ist eigentlich das Bundesemissionsschutzgesetz. Das sorgt dafür, das kümmert sich um den Schattenwurf, das kümmert sich um die Lärmemissionen von Windenergieanlagen. Und das ist alles geregelt dort. Da gibt es gewisse Grenzwerte, die müssen eingehalten werden. Und natürlich ist es eine gewisse Belastung schon, aber verglichen mit, sagen wir mal, Autoverkehr, den andere Leute direkt hinter der Haustür haben, ja, ist es eigentlich schon auch zu vertreten. Also deswegen, und wie gesagt, also die Akzeptanz fordern solche pauschalen Abstandsregeln definitiv nicht. Das gibt überhaupt keinen Beleg dafür. Hat man auch schon oft gefordert, dass die CDU doch mal so einen Beleg vorlegen soll. Hat es natürlich nicht gemacht, gibt auch keinen. Alle Studien, die das ein bisschen genauer untersuchen, sagen halt, der wichtigste Punkt für die Akzeptanz ist nicht der Abstand, sondern ist allein, ob die Menschen was davon haben von solchen Anlagen. Und da gibt es eigentlich sehr gute Modelle. Und da wurde natürlich in der Vergangenheit auch viel falsch gemacht. Ja, wenn natürlich Leute so eine Windenergieanlage vor die Nase geknallt kriegen, weder die Gemeinde was davon hat in Form von Gewerbesteuer, das gab es am Anfang auch noch, haben sie auch irgendwann geändert. Und dann auch noch die Investoren, weiß Gott was, der Zahnarzt aus München sind alle, na, dann ärgert es die Leute, dann ist es so eine Neidgeschichte. Aber das muss man ändern. Das heißt, es gibt ja auch erfolgreiche Bürgerwindprojekte, die überhaupt kein Problem machen. Ich sage immer, ich bringe mal es gerne als Beispiel unsere Windenergieanlage bei mir im Dorf. Also ich wohne ja auch auf dem Dorf und wir haben schon über 20 Jahre eine Windenergieanlage, die ist jetzt aus dem EEG gefallen, die läuft auch noch weiterhin. Und die war von Anfang an eine Bürgerwindanlage. Und das erste Haus ist ein 300 Meter Abstand von der Windenergieanlage. Ja, ist eine 1,5 MW-Anlage, ist keine extrem große, aber auch keine extrem kleine Anlage. Ja, und die Leute sind daran beteiligt und die kriegen ihre Ausschüttung und haben überhaupt kein Problem mit der Anlage. Ja, ich glaube auch, wenn man die Leute oder die Bürger beteiligt mit an den Gewinnen oder an der Stromausschüttung, das kann die Akzeptanz bestimmt steigern. Das Ja. ist definitiv der wichtigste Faktor. Ja, die Leute müssen was davon haben. Und es gibt jetzt ein paar Ansätze. Es gibt diese 0,2-Cent-Regelung im EEG. Das heißt, die Gemeinden haben, die Anliegergemeinden kriegen, werden automatisch am Umsatz mitbeteiligt. Also das ist schon mal ein Punkt, gerade für ländliche Gemeinden, die vielleicht jetzt nicht so dicke sind, aber 0,2 Cent ist jetzt auch nicht die Welt. Also man könnte schon auch da ein bisschen großzügiger sein. Das würde schon auch noch helfen, die Akzeptanz extrem zu fördern. Oder auch, was auch Ideen gibt, bisher noch nicht umgesetzt und auch natürlich scheitert es gerne immer an Bürokratiegeschichten, ja, so Regionalstrommodelle. Ja. Das heißt, wenn die Leute sehen, die Windenergieanlagen drehen sich und produzieren Strom, dann kriegen eben bestimmte, ja, aus einem bestimmten Radius um die Anlagen können einen vergünstigten Strompreis bekommen. Das wäre eine super Geschichte. Also wird angedacht, aber ich glaube, ich wüsste noch nicht, ob es irgendwo schon mal umgesetzt ist, so wirklich Ja, gut. auf jeden Fall spannende Ideen. Vielleicht geht die Zukunft ein bisschen mehr in diese Richtung. Und vorhin wurden ja auch die gesundheitlichen Probleme, die die Leute durch die Windanlagen glauben zu erleiden, angesprochen.
Da hast du ja eine regelrechte Odyssee mit dem ZDF hinter dir, Thema Infraschall. Vielleicht magst du uns da deine Geschichte mal erzählen. Ich bin ja an sich ein Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und sie machen auch im Normalfall relativ gute Beiträge, die gut recherchiert sind. Und deswegen genießt ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu Recht ein sehr hohes Vertrauen. Aber dieser Film, das war eine absolute Katastrophe. Ja, Also, welche Sendung meinst du denn da genau? Vielleicht kannst du das uns auch ist nochmal eben abholen. ZDF Planet E. Infraschall, unerhörter Lärm, so heißt das. Genau. Also schon allein der Titel ist extrem tendenziös. Und die ganze Sendung war im Prinzip so, als ob da ein Riesenexperiment mit den Menschen gemacht wird, mit diesem ominösen Infraschall, der zu allem fähig ist, der selbst sogar der Herr Professor Fahl aus Mainz ist ja da der Treiber für diese Idee, dass der sogar selbst diese Infraschall sogar das Herz schädigen könnte, ja, mit seinen Herzzellen versuchen, die auch wissenschaftlich unhaltbar sind. 2018 ist der gesendet worden, im Oktober 2018, und der ist wahnsinnig viral gegangen. Also das heißt, ich habe das hier bei uns in Oberfranken mitgekriegt, derzeit wurde ein neuer Windpark geplant. Und das Erste, was gemacht wurde, war, die Leute haben Bürgerversammlungen gemacht, ja, also BIs, also Bürgerinitiativen haben eingeladen, die Bürger, und dann hat ein Arzt hat diesen ZDF-Film vorgeführt und hat gesagt, hier, das ist ein riesen gesundheitliches Problem. Und das ist immer, gerade auch wenn Ärzte so etwas machen, die Leute glauben das. Ja. Nicht jeder ist Wissenschaftler und kann das von sich aus bewerten, ob das jetzt ein vernünftiger Film ist oder nicht. Ja. Ja, und dann habe ich eben versucht, also, ja gut, das hängt natürlich auch mit der BGR-Geschichte auch zusammen, die da auch groß rauskommt. Habe ich versucht, diesen Film halt dann mit der Autorin mal Kontakt zu kriegen und zu fragen, warum der so ist, und habe auch meine Kritikpunkte auf eine Webseite geschrieben und habe gesagt, also das müsste man eigentlich korrigieren. So kann man den Film nicht stehen lassen. Auf welcher Website? Ja, ich habe eine Webseite an der Uni aufgezogen, wo ich zum Thema Infraschall allgemein, aber auch insbesondere natürlich mit Hinblick auf Windenergieanlage informiere. Also wie der wissenschaftliche Stand ist bei verschiedenen Themen, Und das und ich war habe auch eine. unabhängig von der Sendung oder als Reaktion dann auch auf die Sendung, um dann nochmal aufzuklären? Ja, das ist, es ist schon auch im Zusammenhang mit der Sendung, aber auch generell eigentlich auf Reaktion auf dessen, dass dann dieser Windpark, der bei uns geplant wurde, mit dem Infraschallargument abgeschossen wurde. Also Okay, der und Gemeinderat hat im Endeffekt dann gesagt, ja, wir können ja die Gesundheit der Bürger nicht aufs Spiel setzen. sehr Bei der erschreckend, was das Begründung hat für sich der Auswirkungen hat. Gemeinderat geschlossen gegen das Projekt gestellt. Okay, und Und dann hast du dich an das ZDF gewendet. nee, dann habe ich gesagt, nee, da habe ich generell gesagt, so kann man das nicht weiterlaufen lassen. Also, dass man so ein Duftargument nutzt, um ganz wichtige Zukunftstechnologie zu blockieren und auch noch erfolgreich damit ist, das kann nicht sein. Da ist die Wissenschaft einfach nicht laut genug, um da ein Gegengewicht zu setzen. Und dann habe ich angefangen. Das ZDF war im Endeffekt dann ein Teilaspekt von der ganzen Geschichte. Ich habe ja auch mit der BGR, mit den falschen Schalldruckpegeln, hatte ich dann lange Zeit rumdiskutiert. Die kommt ja auch in diesem ZDF-Film rum, ist ja auch mit aufgeführt im ZDF-Film als ganz wichtige sozusagen Grundzeugin, dass der Infraschall so weite Reichweite hat und so weiter und Was so ist hohe die Pegel hat. BGR? Die Das ist BGR? die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Ja, das ist Ah, immer, okay. man ist immer schon so fest drin, ja, in diesen Dingern. Ja, Genau, das darum kennt ja frage ich schon noch mal jeder. schnell, ja. Ja, genau. Also die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat eben hat Pegel von Infraschallpegel von Windenergieanlagen veröffentlicht. Und diese Pegel waren extrem hoch. Und die waren wiederum die Pegel, die dann der Herr Fahl in seinen Versuchen angesetzt hat. Ja, und hat er ja dann bei seinen Versuchen auch tatsächlich Effekte gefunden, wobei, wenn man es wirklich genau betrachtet, sind die Effekte nur deswegen, weil der Versuchsaufbau völlig ungeeignet ist. Also wenn er wirklich den sauber durchgeführt hätte, hätte er selbst bei den falschen Pegeln der BGR keine Effekte gefunden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls, diese falschen Pegel standen eben im Raum und das ZDF hat den Herr Fahl groß rausgebracht, der diese falschen Pegel genutzt hat und hat aus Grund mit einem zusätzlich falschen Versuch sozusagen dann noch eine gesundheitliche Auswirkung postuliert. Ja. Dann dachte ich, das Einfachste ist, wir korrigieren die falsche Pegel, dann fällt die Argumentation vom Herrn Fahl sowieso in sich zusammen. Ja. Aber auch selbst nachdem diese Pegel korrigiert waren, war das ZDF nicht bereit, hier
irgendetwas zu korrigieren. Also die Website ist immer noch online und es gibt einen Satz, über den ärgere ich mich ja so extrem. Der steht immer noch auf der Webseite vom ZDF. Ich lese den mal vor, ich habe den immer offen. Ja, da gibt es einen Satz, der heißt: Experten schätzen, dass zwischen 10 und 30% der Bevölkerung Symptome durch Infraschall entwickeln. Ja, und das ist ein echter Knallersatz. Also wenn man sich den anhört, Experten, das hört sich erstmal so seriös an, ja, und es geht hier eindeutig nicht um Infraschall generell, sondern es geht um Infraschall von Windenergieanlagen. Ja? Das heißt, die behaupten hier, es gäbe Experten, die sagen, 10 bis 30% würden durch Infraschall von Windenergieanlagen gesundheitliche Symptome entwickeln. Ja? Und das ist Wahnsinn. Und für diesen Satz habe ich ja versucht, vom ZDF eine Quelle zu bekommen. Ja, ich habe gesagt, also sie behaupten hier, ja, wenn ich als Wissenschaftler irgendwas behaupte und sage, ja, also Wissenschaftler sagen das und das ist so, dann sagt jeder sofort, ja, wo ist denn die Quelle? Auf welche Publikation berufen Sie sich? Und das ZDF hat sich geweigert, mir diese Quelle zu geben. Ich habe eine Programmbeschwerde gemacht, habe eine dicke Antwort vom Peter Frey, Chefredakteur, bekommen. Aber diese Frage wurde nicht beantwortet. Auch die Redakteurin, die für den Film verantwortlich war, hat mir die Frage nicht beantwortet. Und das ist ein Unding. Und man weiß natürlich auch, wo das herkommt, diese Zahl. Das haben ein paar Windkraftgegner, das sind auch Ärzte, Herr Stiller und Herr Kauler, haben sich diese Zahl im Prinzip in abenteuerlicher Weise im Endeffekt zurechtgebogen. Also das ist wissenschaftlich null haltbar. Das sind auch keine Experten in meinen Augen, das sind irgendwelche Windkraftgegner. Und weißt du denn, was dahinter steckt, warum es auch wirklich Ärzte gibt, die regelrecht versuchen, Anti-Windkraft Wind zu erzeugen? Da kann man auch immer nur spekulieren. Also ich denke, dass manche Ärzte schlicht und einfach das glauben. Mhm. Ja, die sind, glaube ich, überzeugt davon, dass dieser Infraschall Symptome verursacht. Ja, und weil sie auch mit der kompletten Schallphysik natürlich komplett überfordert sind. Also der Herr Verhall ist ja ein Paradebeispiel, ist ja ein Universitätsprofessor, Chirurg, Arzt. Und der ist ja mit seinen Herzzellenversuchen ja auch im Prinzip der große Star der Windkraftgegner geworden. Aber er hat letztens einen Artikel in der ASU, Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Umweltmedizin, veröffentlicht. Und dieser Artikel ist so falsch, der hat sogar 3 Antworten bekommen. Es haben sich 3, also eine waren wir, ich mit einem Herrn Hundhausen und noch mit einer Ärztin zusammen aus Berlin haben wir eine Replik geschrieben. Dann haben sich 2 Schallexperten aus Mainz nochmal dem Ding angenommen, haben auch eine längere Replik geschrieben. Und jetzt hat sich noch ein promovierter Akustiker, hat auch nochmal eine ganz umfassende Analyse von diesem Artikel geliefert. Und das ist also haarsträubend. Also es ist vollkommen klar, dass diese Ärzte in der Regel nicht in der Lage sind, ein Frequenzspektrum zu interpretieren. Und entsprechend, wenn sie diese Physik, die dahinter steht, schon gar nicht verstehen, dann können sie nie eine vernünftige Ursachen-Wirkungsbeziehung eigentlich, also eine Suche nach einer Ursachen-Wirkungsbeziehung durchführen. Und wieso kennst du dich da so gut aus? Ja gut, sag mal so, ich bin natürlich, ich bin durch und durch Naturwissenschaftler. Also ich habe eine gute naturwissenschaftliche Ausbildung und ja, wenn man das versteht, ja, dann kann man sowas natürlich sich einarbeiten. Ich bin an sich ja auch kein Akustiker, aber es ist ja natürlich auch keine Raketenwissenschaft. Ja, also meine Fourier-Transformation habe ich auch mal im Studium gehabt. Ja, das habe ich so grundsätzlich, verstehe ich das, wie das funktioniert. Dann muss man eben gucken, wie geht die Normierung in der Akustik, wie normieren die auf welchen Schalldruck und so weiter, was kann man mit den mit der Bandauflösung und alles machen. Ja, und wenn man sich da mal eingearbeitet hat, kann man das machen. Ja, und dann kann man auch entsprechend Frequenzspektren aufnehmen, messen, alles, was man möchte. Okay, ja. Und du bist aber Umweltwissenschaftler? Ich bin von der Ausbildung her Umweltwissenschaftler, habe eine physikalische Chemie, habe ich aber meinen Doktor gemacht. Also ich bin schon sehr physikalisch, chemisch bewandert, sagen wir so. Ich mache auch jetzt, sehr viel Datenbanken, Statistik, also ich habe auch die mathematische Seite. Also das heißt, es ist keine Raketenwissenschaft. Wenn man sich damit beschäftigt und entsprechend den mathematisch-naturwissenschaftlichen Basics hat, kann das im Grunde jeder machen. Aber die braucht man natürlich. Und man muss bereit sein, natürlich das auch zu lernen. Ja, und da habe ich meine Zweifel, dass das so also der Herr Pfahl oder der Herr Kauler oder der Herr Stiller, die da gerne als Ärzte da auf den
Bürgerversammlungen sprechen und vor Infrastruktur für Windenergieanlagen warnen, ob die da wirklich den notwendigen Background haben. Also. Und kannst du uns mal infraschall irgendwie demonstrieren und damit auch zeigen, dass das ein völliges Luftargument ist? Ja, also ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, ich habe mein Messgerät. Doch, ich habe es sogar da hinten. Ich habe es sogar dabei. Aber müsste ihn einmal aufbauen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man soll. Aber dann müsste ich den Screen sharen, ja. Ach so, ja, das ist kein Problem. Und Ja. es wird ja eh noch geschnitten. Du kannst in aller Ja, Ruhe ich, aufstehen, ich, das ich, schau, ich schau mal, aufbauen. ich hab's da drüben. Ich hol mal kurz das Ding. Muss Ja. mal anstecken. Also, das ist das Gerät, ja. Das hat hier, also das hier ist bloß ein Stopfen, also der nicht irritieren lassen. Das ist eigentlich der Eingang. Weil normalerweise betreibe ich die mit Kabel, das ist jetzt mit Akku. Ja, deswegen habe ich den Stopfen hier zugemacht. Das hier ist der Eingang und über diesen Eingang kann Druck rein oder rausgehen. Ja, Infraschall ist nichts anderes als eigentlich eine periodische Druckschwankung. Wie Schall natürlich auch. Ja, Schall ist ja auch nur eine Druckschwankung. Und innen drin ist ein Differenzdrucksensor und der misst die Druckdifferenz im Endeffekt von dem, was über das Röhrchen reinkommt und in dem, was im Gehäuse drin ist an Druck. Ja, also das heißt, das ist die Messmethode, das nutzen auch, also die BGR, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die nutzt ja Mikrobarometer und die funktionieren nach dem genau gleichen Prinzip. Ja, also das heißt, die messen sozusagen in relativ schnell die Druckschwankungen, die ja, da so in der Luft ablaufen. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schall und Infraschall? Da gibt es keinen Unterschied. Das ist eigentlich im Endeffekt genau das Gleiche. Der einzige Effekt ist, Infraschall ist halt relativ langsam, was die Druckschwankungen betrifft. Ja, wenn ich einen Schall ist, wird allgemein ab, der Hörschall wird allgemein ab 20 Hertz, das heißt 20 Schwingungen pro Sekunde, wird als Hörschall bezeichnet und darunter wird als Infraschall bezeichnet. Ja, aber die Grenze ist im Endeffekt willkürlich. Ja, das orientiert sich so ein bisschen am menschlichen Hörvermögen, aber das ist natürlich keine scharfe Grenze beim Menschen. Und man kann jetzt sagen, also ein Hörschall mit 20,1 Hertz ist es plötzlich Hörschall und 19,9 Hertz ist es plötzlich Infraschall und ist ein komplett was anderes. Das ist im Endeffekt, das ist ein ganz kontinuierlicher Übergang. Es ist einfach so, unser Ohr wird, je tiefer die Töne werden, immer unempfindlicher. Das heißt, während wir bei 1000 Hertz, da reichen minimalste Druckschwankungen, damit wir was hören. Ja, während bei 20 Hertz brauche ich schon ja, Faktor 1 Million mehr, also mehr Energie, also Schallintensität, um da irgendwas wahrnehmen zu können am Ohr. Und wenn ich noch tiefer runtergehe, dann ist es oft noch ein größerer Faktor. Ja, da geht es hoch bis 1 Milliarde oder 1 Billion sogar schon. Ja, also das sind extrem. Unempfindlich wird einfach unser Ohr. Und trotzdem ist aber, was auch mal ganz wichtig ist, unser Ohr ist nach wie vor immer noch der empfindlichste Sensor für Infraschall. Also das heißt, wenn wir Infraschall irgendwie wahrnehmen, dann übers Ohr, aber dann aber nur, wenn wirklich knacke Lautstärken sind. Ja, also das heißt, da zum Beispiel, der Klassiker ist ja immer wenn wir im Autos fahren und wir machen die Heckfenster auf, dann hat man so ein Wummern. Das hört man im Ohr und das ist Infraschall. Aber das ist dann auch wirklich also nicht. Nicht kein schwacher Infraschall, sondern richtig kräftiger Infraschall. Ja, kenne ich persönlich auch. Und bei Na? Windkraftanlagen ist sowas aber überhaupt nicht zu erwarten. Da sind wir also, was die Intensität betrifft, sind wir da eine Größenordnung 1 Million niedriger. Ja? Also das heißt, es ist völlig ausgeschlossen, dass wir diese Pegel wahrnehmen. Ja? Und im Auto, wenn wir selbst wenn wir die Scheiben zulassen, haben wir dort schon einen Faktor 1000 mehr Intensität als Windenergieanlagen produzieren. Ja, also und da merken wir den Infraschall trotzdem nicht. Ja. So, jetzt habe ich mal dieses Messgerät da. Also man sieht es ja hier so. Ne? Jetzt teile ich mal kurz meinen Bildschirm, dann sieht man mal, was man so sehen kann. So, jetzt sollst du hier so eine Linie sehen, die da so rauf und runter wackelt. Ja? Ja, sehe ich. Und das ist jetzt, ja, das ist eigentlich schon Infraschall. Und zwar, man sieht eine Druckschwankung. Man hat hier auf der Y-Achse, da hat man eine Druckdifferenz. Ja, das sind wir hier so bei 0,1 Pascal ist hier der Abstand von den Strichen. Und ja, und jetzt hat man hier gerade irgendwas gesehen. Ich habe gar nichts gemacht. Das war irgendein Druckpuls, der ist hier über das Gebäude marschiert. Ja, also das kann man nie wissen, was Also das das ist. heißt, das Gerät ist jetzt aktuell am Aufzeichnen und wir sehen da gerade die Genau. Kurve. Und das passiert immer, also das, man kann auch folgen, ich kann auch, also das heißt,
Hier diese Ausschläge, die sind irgendwie im Gebäude. Ja, da kann irgendwo einer eine Tür aufgemacht haben und dann kommt diese Druckwelle, die kommt dann bei mir, ist zwar die Tür zu, aber die kommt dann trotzdem irgendwann durch und dann ja, sehe ich die hier an meinem, registriert es mein Gerät. Ich selber merke davon gar nichts. Ja, also das heißt, ich merke nicht, dass da ein Druckpuls von einem Pascal kommt. Ja, jetzt hat er wieder die Auflösung, hat er wieder runtergeschaltet. Jetzt sind wir wieder bei 0,1 Pascal Auflösung. Ja, und jetzt kann ich mal Folgendes machen. Wenn ich das Gerät jetzt hier nach oben bewege, ja, zack, dann sieht man, wie der Druck, also jetzt wieder runter, dann geht er mal kurz, also geht der Druck hoch und dann gleicht sich's wieder aus. Dass der wieder auf die Nulllinie so zurückgeht, das hat einfach nur damit zu tun, dass dass das Gerät sich langsam ausgleicht. Das heißt, der Innendruck gleicht sich immer langsam auch dem Außendruck an. Aber das heißt, wenn ich das hier so bewege, ja, dann habe ich schon automatisch sozusagen Infraschallsignal. Das heißt, jeder, der geht, ja, hat an seinem Ohr ein gewisses Infraschallsignal. Und jetzt hier, wenn ich hier das 10 Zentimeter rauf und runter bewege, so ungefähr, dann bin ich in der Größenordnung von 1 Pascal automatisch von der Amplitude. Und Windenergieanlagen sind typischerweise eher so bei 0,1 Pascal, also gerade mal ein Zehntel davon. Also Oh, das da hast du ist. aber jetzt bestimmt schon starke Herzprobleme zu Ja, erwarten. definitiv. Ja, also das heißt, es ist total albern, das Argument, sage ich immer nur. Das kann nichts dran sein. Ja, also das heißt, jeder, der ein bisschen die Physik verstanden hat, der sagt gleich, ja, was soll das? Und deswegen war das auch für die meisten Wissenschaftler auch nie ein großes Thema. Und damit war das Feld aber auch frei. Ja, es ist etwas ganz Seltsames, weil die, ja, wenn jetzt eine Presse, also der Herr Fahl, der hat im Prinzip ein völlig freies Feld vorgefunden, weil alle Wissenschaftler gesagt, das Thema ist ja irrelevant. Ja, da gibt es nichts. Was will man da groß erforschen? Ja, diese Druckschwankungen, die dieser Flügeldurchgang da am Mast verursacht, ja, den können wir zwar mit einem Messgerät aufzeichnen, aber das ist es auch schon. Ja, was will denn der machen? Ja, wenn ich alltägliche Druckschwankungen sind wesentlich höher, ja, wenn ich eine Tür aufmache, ja, dann knallt mir hier das fast oben an, das Messgerät. Dann bin ich schnell mal bei 20 Pascal. Ja, das ist also. Und Und wie man auch sieht. das Gerät, wenn du jetzt sprichst, das verändert aber nicht die Aufzeichnung, sondern wirklich nur der Druck, der durch Türöffnungen oder Also das sowas hier, was man bestimmt jetzt wird. gerade sieht, ich stopp mal kurz, ja, was man hier gerade gesehen hat, das hier, das hat gar nichts mit mir zu tun gehabt, das kommt irgendwo von außen rein. Das heißt, eine Druckschwankung, die durchs Gebäude läuft, hier durch unser Institutsgebäude, und die einfach dann hier in Form von, da hat sicherlich irgendwo einer eine Tür betätigt. Ja? Und das gibt Druckschwankungen, die rollen durch das Gebäude durch und die zeichnet das Gerät Und auf. die sind eigentlich schon Ja? höher als die Druckschwankungen, die durch Windkraft Ja, bei ausgelöst werden. Weitem. Ja, bei Weitem. Also wir sind hier bei, also das ist ungefähr das Zehnfache. Also man hat hier 2 Pascal Unterschied. Ja, Windenergieanlagen sind vielleicht bei 0,1 Pascal, 0,2 Pascal. Ja, in der typischen Entfernung so von 300, 400, 500 Meter. Also das heißt, da ist nicht viel zu erwarten. Und ja, und wenn ich jetzt meine Bürotür aufmachen würde, dann wäre ich sicherlich bei 20 Pascal. Ja, das wäre dann noch mehr. Also, und da muss man immer noch denken, man spricht gerne von Schallintensität. Das geht sogar im Quadrat, weil die Schallintensität ist das, was wir an Leistung eigentlich transportieren mit dem Schall. Das heißt, wenn ich hier die zehnfache Amplitude habe, dann entspricht das schon mal gleich der hundertfachen Schallintensität, also die hundertfache Leistung im Endeffekt, die ich transportiere. Ja, also deswegen ist das noch mal krasser. Also man redet, üblicherweise wird in der Akustik eigentlich immer mit Schallintensitäten argumentiert, weil das eigentlich die relevante Größe ist, wenn man irgendwie über Effekte redet, weil Effekte werden ja häufig über die eingetragene Leistung auch quantifiziert. Ja, also das heißt, wir Menschen sind sehr gut in der Lage, mit Infraschall klarzukommen. Und Ja. deshalb hat man gar nicht, ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass das als Argument von Windkraftgegnern herangezogen werden könnte. Also so was Albernes, wie der Herr Fahl gebracht hat mit seinen Versuchen und wirklich gedacht hatte, dass also die Windenergieanlage in der Lage wären, das Herz zu schädigen. Also er hat ja auch so ein ganz bekannter Artikel von ihm, das ist sozusagen ein Zeitungsartikel, das ist eine Zeitungsmeldung, hieß da, Windkraftanlagen Störsender fürs Herz. Ja, also so ungefähr im Sinne, das bringt das Herz außer Tritt. Ja.
Also das ist eigentlich kein seriöser Wissenschaftler, hat ist jemals auf die Idee gekommen, dass das der Fall sein könnte. Und wieso tust du dir den ganzen Ärger an, wie mit dem ZDF? Was treibt dich da so an? Naja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin Umweltwissenschaftler, ja, und als Umweltwissenschaftler ist das Top-Thema. Ich bin ja über 25 Jahre in dem Bereich tätig, ist der Klimawandel. Und gerade in den letzten Jahren haben wir also beobachten müssen, also wie der gewaltig an Fahrt aufnimmt. Ja, und das, ich meine, der IPCC, der jetzt rausgekommen ist von der Working Group 3, ja, da ist ja vollkommen klar, dass gewaltig was passieren muss. Ja, und das, wir sehen ja jetzt schon, dass eine Erwärmung von 1,2 Grad ja schon ein Problem macht. Ja, dass wir, jetzt ist gerade, läuft eine Hitzewelle in Indien und Pakistan, wo Temperaturen bis knapp 50 Grad erwartet werden. Ja, und auch nachts geht es kaum noch runter unter 30 Grad. Ja, also das sind wirklich potenziell tödliche Temperaturen. Ja, und solche Phänomene nehmen überall zu. Wir hatten diese Überschwemmungen im Ahrtal, wir hatten die Dürre im Sommer. Also es ist einfach sehr viel, was eigentlich klar macht, der Klimawandel ist ein Riesenthema und ein Riesenproblem für uns Menschen. Und da geht eigentlich kein Weg dran vorbei, dass wir die Energieversorgung, ja, ganz ohne Energie werden wir nicht leben können, dass wir die Energieversorgung im Endeffekt fast vollkommen CO2-frei gestalten müssen. Und da kann man gucken, was hat man für Möglichkeiten, die man auch vielleicht in der angemessenen Zeit ausbauen kann. Und da ist natürlich die Photovoltaik dabei und da ist die Windkraft dabei. Alle anderen regenerativen Energiequellen, Geothermie, Wasserkraft, Biomasse sind in der Form nicht so groß ausbaubar. Und auch bei der Atomkraft, ja, das ist immer eine ganz schwierige Diskussion, aber die meisten sind der Meinung, dass neue Atomkraftwerke schlicht und einfach zu teuer sind und viel zu lange brauchen, um hier noch einen nennenswerten Klimaeffekt zu produzieren. Ne? Und deswegen bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Das heißt, wir brauchen die Windenergie. Und dann gibt es ja auch immer wieder welche, die sagen, ja, pff, wir können ja nur Photovoltaik machen. Dann haben wir das mit dem Infraschall nicht. Ja. Ja, dann sage ich immer, ja, Photovoltaik ist gut und wir brauchen das auch. Aber Photovoltaik und Windenergie ergänzen sich natürlich super gut. Ja. Und wenn man natürlich, wir brauchen ja auch einen Winterstrom. Und gerade im Winter werden wir besonders viel brauchen, wenn wir irgendwann mit Wärmepumpen heizen. Ne? Ihr habt ja, glaube ich, auch Wärmepumpen. Ne? Ja, wir haben Klimaanlagen, sind ja quasi Das minimale sind Luft-Luft kleine. Ja, Wärmepumpen, ja. genau. Und deswegen, und da weiß man auch, dass mit PV irgendwann schon eng wird, ja, gerade im Januar, Dezember, wenn die Sonne einfach, da sind die Tage so kurz und oft zusätzlich noch recht trüb, ja, da ist mit PV einfach nicht zu viel zu machen und da kann die Windenergie einen richtigen Anteil liefern. Also deswegen brauchen wir die. Und da bin ich echt dann auch Wissenschaftler, wo mir dann echt auch die Hutschnur geplatzt ist, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht sein. Was sind denn das für dumme Menschen, die sich da im Endeffekt hinstellen und Angst haben von diesem blöden Infraschall? Ja, und dann drum habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir mal systematisch vor. Wir müssen wirklich die Argumente habe ich ganz genau angeguckt. Was bringen die Argumente? Hab mir die Studien angeguckt und so weiter. Und dann fallen einem auch dann irgendwelche Ungereimtheiten auf. Und die größte Ungereimtheit war natürlich die BGR mit ihren völlig falschen Pegeln. Ja, die hatten ja über einen Ta Faktor 1000 daneben gelegen. Und das ist natürlich schon relevant. Ja? Und das ist natürlich auch, da fragt man sich natürlich auch, wie viel Lobbypolitik steckt dahinter. Ich meine, die BGR ist direkt dem Wirtschaftsministerium unterstellt gewesen. Und das Wirtschaftsministerium hat im Endeffekt ständig, also über ein Jahr lang, die schützende Hand über die BGR gehalten. Ja, also das heißt, auch das Wirtschaftsministerium hat nicht gesagt, okay, da gibt es Stimmen aus der Wissenschaft, dass diese Pegel falsch sind. Korrigieren Sie die doch mal bitte. Ja, die haben das im Prinzip auch immer mehr oder weniger abgeschmettert, was ich versucht habe und was andere Wissenschaftler auch versucht haben, bis dann halt der Druck so groß wurde, dass es dann doch irgendwann zugeben mussten. Ja, und ich hatte auch letztens nochmal ein Gespräch mit dem Wissenschaftler von der BGR, der dafür verantwortlich war. Und es war ein ganz gutes Gespräch auch. Vielleicht ist er nicht mal der Hauptverantwortliche, aber er hat natürlich auch einen Fehler gemacht, weil er hätte natürlich viel früher reagieren müssen. Und wie sah das Also. dann aus? Du meintest, die hätten dann so ein bisschen das korrigiert oder zurückgerudert, also oder verbessert? Was meintest du vorhin? Ja, also die Pegel mussten sie korrigieren. Und das war natürlich der Hauptpunkt, der war mir auch am wichtigsten. Ja.
Sie hatten, da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich immer noch nicht mit der Aussage der BGR übereinstimme, aber sie arbeiten jetzt an einer neuen Publikation, wo sie im Endeffekt dann schon auch eine andere Methode wählen und vermutlich auch die Fehler, die eigentlich in der alten Publikation immer noch drin sind, damit schon hoffentlich korrigieren. Ich meine, ich werde es mir sicherlich genau angucken, andere Wissenschaftler auch. Also, aber ich habe schon den Eindruck, die BGR ist sehr bemüht jetzt, dass sie das, ich meine, das war ein Ries, es war natürlich auch für das Renommee der BGR natürlich ein Desaster. Ja, also da hat er, wenn man so einen Rechenfehler nicht findet, muss man schon sagen, also das ist wissenschaftlich natürlich eine Katastrophe. Aber Aber dann manchmal passieren eben solche. hast du ja dann noch große Wellen geschlagen und richtig was bewirkt. Das ist doch wiederum positiv. Ja, das war an sich dann wieder durchaus ein Vorteil, weil dadurch, dass sie so lange das versucht haben abzustreiten, dass da ein Fehler vorliegt, ist natürlich das Thema auch ein bisschen wieder in die Öffentlichkeit gerückt. Und jetzt tun sich natürlich die Windkraftgegner extrem schwer nach dieser Korrektur, die ja doch auch gewisse mediale Aufmerksamkeit erregt hat, nochmal mit diesem Thema Infraschall irgendwo wo zu landen. Also, weil die meisten haben es jetzt, glaube ich, schon verstanden, dass das eigentlich eine reine, ja, Luftnummer war. Ja, ich glaube noch, vorhin hatten wir ja noch über das Thema gesprochen, dass man im Winter auch nicht so viel PV zur Verfügung stehen hat und deshalb noch mal mehr auch Windkraftausbau braucht. Ausbau. Mir ist aber noch eingefallen, dass man ja, also zum Beispiel bei einer PV-Anlage, die kann sich ja jeder selber aufs Dach setzen. Und bei einer Windkraftanlage ist man ja auf öffentliche Installationen angewiesen. Zumindest ist das nicht so leicht, dass man das mal eben selber bei sich zu Hause machen kann. Es ist auch gar nicht sinnvoll. Die Frage stellt man mir auch immer wieder, kann ich mir eine Kleinwindkraftanlage aufs Haus setzen? Kann man machen, aber es ist eigentlich vergeudetes Geld. Ja, weil bei Windenergieanlage zählt eigentlich Höhe und große Fläche. Und das machen diese modernen Windenergieanlagen. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man auch sich traut, hohe Anlagen zu bauen. Gerade im Binnenland, also ich bin ja aus Bayern, Oberfranken. Und im Binnenland sind niedrige Anlagen einfach nicht effektiv genug, weil wir man nennt es eine Rauigkeitslänge. Das heißt, wir haben einen relativ langen Bereich, wo die Windenergie noch mit der Höhe zunimmt. Ja, und deswegen ist es gerade im Binnenland extrem wichtig, mit großen, hohen Anlagen zu arbeiten. Und die gibt es jetzt auch. Die gab es ja vor 20 Jahren noch nicht. Darum war das auch in Bayern ist nicht so interessant, jetzt zum Beispiel Windenergieanlagen zu bauen, aber jetzt haben wir diese hohen Anlagen und die auch mit Riesenrotoren kommen. Ja, also wir haben jetzt neue Windenergieanlagen, haben einen Rotordurchmesser von 160 Meter. Ja, das ist ein gewaltiger Rotordurchmesser und der überstreicht eine riesige Fläche und da gilt halt auch die Energieerhaltung. Ja, ich kann aus einer Windenergieanlage nie mehr Energie rausziehen, wie in Form von Energie über den Wind eingetragen wird. Und deswegen, also aufs Haus setzen lohnt nicht. Also das ist der Ertrag minimal. Also vielleicht an der Küste, ja, wo ich dann wirklich ständig relativ viel Wind habe. Aber in dem Binnenland lohnt sich das nicht. Aber es gibt natürlich die Bürgerwindanlagen und die sollen ja speziell gefördert werden. Auch das ist jetzt im Osterpaket wieder ein bisschen erleichtert worden. Früher war das ja ein richtiges Problem mit der Ausschreibung. Haben sie auch sehr viele Bürgerwindanlagen gekillt. Weil es wenn ich jetzt eine kleine Gesellschaft bin, die jetzt nur ein Bürgerwindprojekt verfolgt, ja, die muss in Vorleistung gehen, muss ganze Planungsunterlagen einreichen, damit sie überhaupt in die Ausschreibung gehen konnte. Und eventuell kriegt sie keinen Zuschlag. Und dann ist das natürlich für so eine kleine Gesellschaft, ist das Fiasko und das Risiko haben natürlich viel weniger in Kauf genommen als jetzt, sagen wir mal, größere. Ja, Energieversorger, die eben 20 Projekte in der Pipeline hatten und wenn dann drei funktionieren, ist es gut und wenn dann die 17 abgelehnt werden, ist nicht so das Problem. Ja. Und deswegen, und das ist jetzt beim Osterpaket wieder erleichtert, das heißt, jetzt dürfen auch kleinere Projekte, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Grenze, aber es ist, glaube ich, so 5, 6 Windenergieanlagen für einen Windpark, für einen Bürgerwindpark, die können ohne Ausschreibung ins EEG, in die EEG-Einspeisung kommen. Ja. Und das ist schon mal wieder ein Vorteil. Und solche Projekte muss man natürlich vor Ort fördern. Also das heißt, auch das versuchen wir. Ich bin ja auch Gemeinderat in einer kleinen Gemeinde, ja. Und ich habe gesagt, ja, also
Wir haben ja eine Windenergieanlage, von daher war das für unsere Bürger jetzt nicht mal so die große, also Neuerung zu sagen, ja, dann machen wir halt nochmal, weil hier ist doch, und die Akzeptanz ist ja da bei uns. Ich habe gesagt, ja, schauen wir uns das Gemeindegebiet an, wo geht's, ja? Und dann haben wir festgestellt, ja, da gibt es noch so eine Hochfläche, die ist bewaldet, aber die wäre prinzipiell geeignet. Ja, die hätte den richtigen Abstände, sodass wir mit dem Bundesemissionsschutzgesetz keine Probleme kriegen wegen Schattenwurf und Lärmemissionen. Ist natürlich schon noch innerhalb von 10 h, weil also das erste Haus wäre dann so 800 Meter weg, aber wäre ein vernünftiges Projekt, ja. Aber auch das ist natürlich nicht so einfach, weil obwohl wir also seit über einem Jahr einen einstimmigen Beschluss vom Gemeinderat haben, also der komplette Gemeinderat hat sich dahinter gestellt, wir haben die Bürger auch schon informiert also der Bürgermeister macht regelmäßig so Bürgerinformationen über in jedem Haushalt verteilt. Da gab es eine Klimaschutzerklärung von uns im Gemeinderat und da stand auch drin, dass wir eben so ein Projekt verfolgen. Und es gab überhaupt keine Stimme, wo jetzt irgendwie Leute gesagt haben, nee, das geht gar nicht. Also, sondern wenn wir was gehört haben, war es positiv. Aber trotzdem dürfen wir nicht bauen. Ja, weil dann kommt die nächste Ebene. Die nächste Hürde heißt dann nämlich dann Regionaler Planungsverband. Und der Regionale Planungsverband in Oberfranken hat sich irgendwann mal die Regel aufgestellt, dass in Landschaftsschutzgebieten generell keine Windenergieanlagen zulässig sind. Und es ist dummerweise die Fläche, das ist zwar ein ganz normaler Staatswald, hauptsächlich von Fichten bestanden und Kiefern, aber die liegt dummerweise auch noch im Landschaftsschutzgebiet von einem Tal. Ja, also eigentlich wär das Tal geschützt und dann haben sie oben die Hochfläche mit dazu genommen. Warum, weiß keiner. Ja, und da ist halt auch, das ist, wo halt immer noch viel Arbeit notwendig ist, weil viele Menschen denken immer noch, also gerade diese, die in diesen Planungsverbänden arbeiten, ja, wir lassen lieber alles mal beim Alten und arbeiten vielleicht mit einer Ausnahme mal. Ja, und das ist eigentlich schon schade, dass nicht da auch mal ein bisschen Umdenken einsetzt und sagt, okay, die Regel vor 20 Jahren, vielleicht ist die heute nicht mehr up to date. Ja, wir müssen gewisse Kompromisse eingehen und dazu. Und wenn wir große Landschaftsschutzgebiete haben und wir nehmen die komplett raus, dann bleibt halt auch wieder nicht viel übrig. Ja. Deswegen ist das ja auch wieder ein Teil vom, es war zumindest angekündigt, ich glaube, im Osterpaket ist noch nicht drin, aber es gibt jetzt zumindest die Ankündigung, dass das nicht mehr geht. Dass es, solange die Bundesländer ihre Flächenziele nicht erreicht haben, dass sie nicht solche Regeln aufstellen können, dass Landschaftsschutzgebiete dann ein K.O.-Kriterium sind. Ja. Wie ist das überhaupt? Und die Arbeit im Gemeinderat? Finde ich ja interessant, dass du da auch mit dabei bist. Gestaltet die sich als mit vielen Hürden oder? Also, nee, also ich muss unseren Gemeinderat extrem loben, auch insbesondere unseren Bürgermeister, der ist auch von der CSU, also der ist ein richtig guter Bürgermeister, der ist engagiert, der versteht, der hört zu. Und ich meine schon allein die Tatsache, dass wir eine Klimaschutzerklärung verabschiedet haben, zeigt ja, dass wir miteinander reden können und dass wir auch Probleme erkennen. Ja, und also auch die wurde einstimmig verabschiedet. Also ich denke, nee, also das funktioniert bei uns auf der kleinen Ebene, funktioniert es. Und da ist auch überhaupt, das geht auch immer komplett über alle Parteigrenzen. Also Parteien spielen bei uns eigentlich überhaupt keine Rolle, sondern da geht es einfach nur darum, okay, wir haben ein Problem und wir sehen auch unsere Verantwortung als kleine Gemeinde. Wir sagen, ja, jede Gemeinde sagt, ja, Windenergieanlagen gern, aber nicht bei uns, ja, dann kann ich nirgendeine bauen. Ja. Also deswegen haben wir auch gesagt, ja, auch wir müssen da unseren Teil leisten. Und ich meine, es ist ja auch so gesehen auch durchaus eine Chance für so eine kleine Gemeinde. Also, es ist ja nicht so, dass das nur Nachteile bringt. Es sind ja auch Gelder, die in die Gemeinde kommen. Also deswegen. Ja, na klar. Ja, und ich glaube, du hast auch eine Statistik, wie es aussieht im Moment mit dem Zubau bei Windkraftanlagen. Vielleicht kannst du da die kurz zeigen und was erklären. Haben wir vorher schon mal kurz angesprochen. Ja, also die Statistik ist ja im Moment sehr niedrig. 2017 wurde die höchste Zubaurate erreicht. Da waren wir knapp, haben wir knapp an der 7-Gigawatt-Grenze gekratzt, also 6,5 Gigawatt Zubau. Ja, und jetzt sind wir eigentlich die letzten 2 Jahre, 2000 und 2021, waren wir wieder unter 2 Gigawatt. Und eigentlich muss es, glaube ich glaube, 10 Gigawatt wollten sie in Zukunft haben, die nächsten Jahre dann. Also das muss noch ganz schön hochgehen. Ja, okay. Und es gab ja dann, wie man sieht, so einen Peak ab 2012, 13 auf jeden Fall ging es dann ja richtig hoch, bis dann eben so 2018 es wieder bergab ging.
Kannst du das erklären, wieso das jetzt auf einmal so am Einbrechen ist? Ja, also gut, ich meine, die haben natürlich entsprechende Regelungen gemacht. Ja, also das heißt, da mit den Ausschreibungen haben sie gewisse Hürden aufgebaut, dann eben mit verschiedenen Abstandsregelungen. Und ich denke auch, dass viele artenschutzrechtlichen Klagen auch dazu geführt haben, dass viele Projekte auch gescheitert sind. Was für Und Ausschreibungshürden? ja, da, also das eben, dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich habe hier eine Fläche, ich habe hier, die kann ich pachten und die ist windhöfig genug, damit ich Windenergieanlagen bauen kann. Und dann baue ich die und dann, wie ich eine PV-Anlage mache, im Endeffekt, ja, da kann ich ja, wenn ich übers Haus, auf Haus eine PV-Anlage baue, dann kann ich sagen, ja, ich habe ein Dach, mache ich eine PV-Anlage drauf und dann melde ich die an und dann bekomme ich entsprechend die Einspeisevergütung. Und das war ja hier so nicht mehr. Da gab es ja dieses Ausschreibungssystem, das heißt, man musste das Projekt erstmal bis zum gewissen Stadium bringen, dass man es überhaupt in die Ausschreibung geben konnte. Und dann wurde eben, hat man ja gesagt, okay, man würde für eine gewisse Einspeisevergütung, würde man das Projekt betreiben. Und wenn man zu viel verlangt hat, kann es ja eben sein, dass man gar keinen Zuschlag bekommen hat und dann geht man eben leer aus. Dann konnte man halt das Projekt dann nicht realisieren. Und das hat einiges verändert und, aber ich glaube auch viel diese, ja, diese Abstandsregeln haben dann schon auch noch einiges bewirkt. Also gerade in Bayern ist es ja auch schon vorher schon extrem eingebrochen. Die Abstandsregelung kenne ich jetzt nur aus Bayern und aus NRW, oder weißt du, ob sie noch woanders gibt? Es gibt schon auch noch andere Bundesländer, die die jetzt genutzt haben. Ich glaube, Brandenburg hat es jetzt auch realisiert, aber da ist es nicht so ganz kritisch, weil die halt einfach insgesamt eine andere Bebauung haben. Und da gibt es, bleiben noch genügend Flächen übrig. Also man muss immer gucken, halt. Bei manchen kann man das vielleicht sogar machen, aber bei vielen Bundesländern ist es nicht zielführend. Und dann war ja noch eine Statistik mit der Stromwertentwicklung onshore, die ist ja dann Ende 2021 so stark hochgegangen. Genau, also das ist ja das, was wir jetzt beobachtet haben. Also Mitte von 2021 sind plötzlich die Strompreise an der Strombörse, also die Day-Ahead-Preise, extrem gestiegen und haben plötzlich auch Werte, also wirklich auch über den ganzen Erzeugungszeitraum gemittelt, Werte erreicht, die deutlich dann über den normalen Einspeisevergütungen für Windenergieanlagen an Land lagen. Ja, also das hatte man lange Zeit wohl nicht erwartet, ja. Und in Zwischenzeit ist es ja oft so, dass es teilweise ja der Faktor 2 oder Faktor 3 sogar teilweise sein kann an manchen Monaten. Also gerade, was war der stärkste, war jetzt dann der, das dürfte der März sein, ja. März hat man, also haben die Onshore-Windenergieanlagen einen Strompreis realisiert. Ja, das ist, heißt realisiert. Das ist ja schon so, wenn ganz viele einspeisen, sinkt schon der Strompreis. Aber wenn die halt nur so Mittel leisten, ja, dann ist der Strompreis oft über 20 Cent im Moment. Und dann wird der auch mit 20 Cent ja im Moment auch vergütet. Ja. Also das heißt, dann zahlen die Übertragungsnetzbetreiber, zahlen grundsätzlich dann 20 Cent für diesen Windstrom. Und das ist natürlich nicht ganz, also da ist auch jetzt eine Fehlkonstruktion, für die auch die CDU verantwortlich ist. Das Wirtschaftsministerium hatte irgendwann mal angefangen, eben die Windkraft und die großen PV-Projekte in die Direktvermarktung zu zwingen. Er hat gesagt, ja, die müssen ihren Strom selber verkaufen. Und dann gehen die ja eben an so Direktvermarkter. Und nur wenn der Strom, den sie über die Direktvermarktung erzielen, unter dem Preis ist, unter der EEG-Vergütungspreis ist, dann bekommen sie das erstattet sozusagen, den Differenzbetrag. Aber wenn sie drüber ist, dann kriegen sie den auch. Und das ist natürlich jetzt ein Problem plötzlich, weil jetzt hat man also viele Windkraftprojekte, die eigentlich kalkuliert hatten mit einer Vergütung vielleicht von 6,5 Cent oder von 6 Cent oder irgendetwas. Und die kriegen jetzt für ihren Strom plötzlich 15 Cent. Ja. Und das muss natürlich irgendjemand bezahlen. Ja. Und eigentlich wäre das gar nicht notwendig, aber das ist eine Fehlkonstruktion gewesen, die damals eben Altmaier eingeführt hatte mit dieser Direktvermarktung. Und zum Beispiel, wer eine eigene Eigenstrom-PV-Anlage auf dem Dach hat, ja, für den ist es nicht so. Ja, es ist ja so, wenn ich jetzt, ich habe das mal von meiner Eigenstrom-PV-Anlage ausgerechnet. Wir hatten jetzt seit diesem Jahr hatten wir auch Strom eingespeist, weil gerade jetzt im März und April war ja oft sehr sonnig.
Und wir hatten, glaube ich, so gute 750 Kilowattstunden eingespeist. Und der mittlere Wert von diesem Strom war um die 16 Cent, knapp 16 Cent. Und bekommen tue ich irgendwas knapp über 10 Cent. Und das führt jetzt dazu, im Endeffekt, die 16 Cent, die gehen aufs EEG-Konto, ja, weil das ist mein Stromwert. Und aus dem EEG-Konto bekomme ich die 10 Cent, kriege ich ausgezahlt. Das heißt, eigentlich wäre das gar keine so schlechte Idee, wenn das alles diese Überschüsse jetzt ans EEG-Konto gehen würden. Ja, weil das würde dann zu führen, wir haben natürlich am Anfang Zeiten, als der PV-Boom war, ja, um die 2010er Jahre oder kurz davor. Da wurden natürlich noch Einspeisevergütungen für 40 Cent bezahlt. Und das muss natürlich jetzt immer noch bezahlt werden. Aber das könnte sich jetzt natürlich über das ausgleichen. Das heißt, im Endeffekt, könnte es so dazu führen, dass dann wiederum, ja, im Endeffekt sogar zu einer negativen EEG-Umlage kommt, wenn es wirklich weitergehen würde. Ja, weil der Wert höher ist als das, was vergütet würde. Und das könnte natürlich wieder den Strompreis entlasten für die Kunden. Ja. Und deswegen ist es eigentlich schade, dass jetzt diese Konstruktion so gemacht wurde, weil notwendig ist es wirtschaftlich nicht. Ja? Also ich meine, wenn einer eine Windkraftbeteiligung hat und jetzt plötzlich die doppelte Vergütung kriegt, ja, es ist eigentlich nicht notwendig. Ja, ja und für große PV-Parks ist das Gleiche, ja, da gilt das auch. Ja, die haben da auch dieses Ding. Also deswegen wird ja auch im Moment über eine neue Vergütungsstruktur diskutiert, dass die sozusagen nur noch die Differenz vergütet werden. Das heißt, auch wenn sie sozusagen Unterschuss mal, wenn es wieder billiger ist, dann wird es mit den Überschüssen verrechnet im Endeffekt so vielleicht Ja. vereinfacht. Ja, ist auch ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, dafür Ja, muss man sich auch noch mit der Strombörse auseinandersetzen und wie der ja. ganze Markt funktioniert. Um Aber vielleicht, was man schon trotzdem auch sehen sollte, ist der, auch wenn die Preise jetzt hoch sind, ohne erneuerbare Energien wären sie natürlich noch viel höher. Also das heißt, wenn wir die vielen PV- und Windkraftwerke, ja, die wir schon haben, ja, wir haben es ja nicht genau auf null runtergekriegt, also die CSU, aber also wir haben zumindest einen Effekt, wenn die natürlich liefern, ja, dann drückt das auch den Strompreis für alle. Ja. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, gerade im Moment, weil sonst müssten wir natürlich viel mehr Gas, Geld an genau. Putin überweisen für Gas. Ja, also die Gaspreise sind ja extrem teuer im Moment und das bleibt ja nicht in Deutschland, das Geld, sondern das geht natürlich irgendwelche Gaslieferanten. Und deswegen ist es schon ein Thema, also also jetzt eigentlich, wenn man sich die Grafik eben anguckt, jetzt macht es halt überhaupt keinen Sinn mehr, eigentlich jetzt gegen die erneuerbaren Energien zu sein, weil Fakt ist schon, die reduzieren den Strompreis. Ja, dann hast du ja noch die anderen Statistiken. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest. Wie zum Beispiel mit der Stromwertverteilung. Wir können ja mal kurz auf die Stromwertverteilung eingehen, weil das ist nämlich auch so ein Mythos, der immer wieder hervorgekramt wird. Ja, es gibt immer wieder die Gegner von erneuerbaren Energien, die bringen immer wieder hervor, dass ja Wind und PV immer nur dann liefert, wenn es keiner braucht, den Strom. Ja, also das heißt, und wir würden ja sogar dafür bezahlen, dass andere Leute im Ausland unseren Strom abnehmen. Und deswegen habe ich das eben auch mal gemacht. Ich habe mir einfach mal angeguckt, ja, wie sieht es denn aus mit der Verteilung der Strompreise und wie viel wird denn erzeugt zu einem bestimmten Strompreis? Und das sieht man hier. Also man sieht dann sozusagen, auf der X-Achse ist der Strompreis und auf der Y-Achse ist immer, wie viel Strom erzeugt wurde zu dem Zeitpunkt, als dieser Strompreis war. Also entsprechend in 10 Cent, in 10 Euro Schritten, also Euro pro Megawattstunde ist das ausgedrückt. Und das sieht man, also die roten Balken ganz links, das ist, wenn es Negativpreise gab. Und das sieht man, es gibt fast keine Negativpreise. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht, wenn man den Durchschnittswert betrachtet. Also das heißt, man muss ja dann über die ganzen Preise im Endeffekt mitteln. Und dann sieht man, dass in diesem Jahr, das ist jetzt vor ein paar Tagen erstellt worden, das Diagramm, haben also die PV-Anlagen haben einen durchschnittlichen Strompreis von 16,7 Cent erwirtschaftet. Ja, und das ist natürlich ein gigantisch hoher Strompreis schon. Ja. Und an sich haben sie, wenn man dann eine PV-Anlage, Freiflächen-PV-Anlage, kommt eigentlich mit 5 Cent aus. Das mag jetzt noch ein bisschen hochgehen, weil die Mobilpreise gerade gestiegen sind, aber insgesamt so die Größenordnung. Ja. Also,
Also das ist ein Mythos zu glauben, die würden immer dann liefern, wenn man es nicht braucht. Wir brauchen eigentlich fast immer den Strom. Also. Okay. Ja, gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt? Sonst würde ich sagen, wären wir von meiner Seite aus durch. Die Fragen haben wir, glaube ich, durch, Ja, ne? die haben wir durch. Wenn es noch was gibt, was du mit auf den Weg geben möchtest oder so. Ich erwarte eigentlich irgendwo, dass die Leute jetzt wirklich mal machen. Ja, wir müssen was tun. Ja, also der IPCC, also wer den gelesen hat, da steht drin, wenn wir noch einigermaßen eine Chance haben wollen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ja, und das 1,5-Grad-Ziel ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, das ist jetzt besonders toll. Das ist schon ein Kompromiss. Ja. Also das heißt, auch das ist nicht unbedingt die ideale Welt, die wir uns vorstellen, 1,5 Grad Ziel. Aber das ist das Einzige, was vielleicht noch einigermaßen realistisch ist. Ja, also, und wenn wir das versuchen wollen, bräuchten wir eine Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um 43%. Und das erschafft man nicht, wenn man weiterhin denkt, man könnte ein bisschen PV und ein bisschen Wind zubauen. Ja. Dazu muss man wirklich mal ein ganz anderes Tempo vorlegen. Ja, und bevor jetzt wieder die anfangen, ja, aber Deutschland nur 2% und so weiter, es gilt für jedes Land, muss seinen Teil leisten. Ja, kein Land kann sich da rausnehmen. Und wir sind mit unseren 2% immer noch extrem hoch, weil wir auch nur 1% der Weltbevölkerung stellen. Das heißt, wir müssen da auch was liefern. Weil wie will man von einem Land wie Indien verlangen, dass es dann die Kohlekraftwerke vielleicht irgendwann wieder stilllegt? Wenn wir unsere Kohlekraftwerke bis 2030, 40 betreiben wollen und vielleicht nicht mal es für angemessen halten, vielleicht mal ein bisschen vom Gas zu gehen und ein bisschen weniger Energie zu verbrauchen. Ja? Also das heißt, das muss mal in den Köpfen ankommen. Für den Klimaschutz müssen wir ein ganz anderes Tempo jetzt mal vorlegen. Und die Ukraine-Krise mit den hohen Strompreisen könnte eigentlich jetzt eigentlich die Initialzündung dafür sein, um zu sagen, es ist ein Fehler gewesen, auf diese fossile Versorgung zu setzen. Ja, man begibt sich da in Abhängigkeiten, die nicht notwendig gewesen sind. Ja, und einfach nur, weil es zu dem Zeitpunkt damals, als man die Beschlüsse gefasst hatte, damals war es billiger, aber es war ja faktisch auch noch deswegen billiger, weil diese ganzen Kosten, die Klimawandelfolgekosten, ja, die zahlen sowieso andere. Ja, spätere Generationen und alle anderen Länder auch mit. Ja, und deswegen, nur deswegen waren die fossilen Energieträger eigentlich so billig. Ja, und die Zeiten sind vorbei. Das muss auch jedem klar sein. Wir haben jetzt einen CO2-Preis, der liegt jetzt schon bei teilweise 100 Euro die Tonne CO2. Und das wird irgendwann eingepreist und damit bedeutet es, die Kilowattstunde Braunkohlestrom ist schlicht und einfach nicht mehr unter 10 Cent anzubieten bei den CO2-Preisen. Und auch für die Gaskraftwerke bedeutet es schon allein einen CO2-Preis von 5 Cent. Das heißt, es ist utopisch zu glauben, es kommen wieder Strompreise von 3, 4, 5 Cent, wie wir sie lange Zeit hatten. Ja. Auch wenn man den Ausbau von den Erneuerbaren massiv fortschreitet, das könnte aber den Dann hätte man Strompreis vielleicht wieder wieder. eine Chance, ja. Dann hätte man eine Chance, dass man zumindest, wenn man das dann auch geschickt nutzen, und da gibt es ja genügend Ansätze, auch wie man dann auch diese fluktuierenden Erzeugungen auch nutzen kann, ja. Also Wärmepumpe, Elektroautos können durchaus auch mal sich ein bisschen anpassen, ne? Und deswegen. Ja, cool, dass das geklappt hat. Danke nochmal. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Ja, euch auch, ne? Ja, Okay. danke. Ciao. Ciao.